Guten Morgen, liebe Zuschauer, und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, für den DAX ging es am Dienstag bereits den vierten Tag in Folge nach unten. Diesmal verlor er 0,3%. Damit hielt er sich allerdings noch über der 13.000-Punkte-Marke. Er ging bei 13.033 Zählern aus dem Handel. Belastungsfaktor war einmal mehr der wieder erstarkte Euro. Und damit blicken wir direkt an die Börse Frankfurt zu unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Guten Morgen, Patrick. Ja, bereits vier Tage in Folge haben wir nun rote Vorzeichen beim DAX gesehen. Könnte sich heute daran etwas ändern? Was sind die Vorgaben? Leider nein, lieber Marco. Die Hand signalisiert schon, heute wird der fünfte Tag in Folge sein, den der DAX nach unten geht. Denn die Vorgaben, sie sind nicht gut. In Amerika schloss der Dow zwar nur mit einem Minus von 0,1%. Wieder mal schwächster Titel war General Electric, diesmal mit einem Minus von über 5%. Aber die Berichtssaison neigt sich dem Ende und es rücken vor allen Dingen die Konjunkturdaten in den Fokus. Gestern schon die Erzeugerpreise in den USA, die mit plus 0,4% stärker ausgefallen sind als erwartet worden. Dementsprechend wird die Annahme, dass eine Zinserhöhung kommt, sich dann doch noch verfestigen in Amerika, aber hier in Europa halt eben nicht. Dementsprechend ging es nach unten bei den Aktienmärkten. Und wenn wir heute Mittag mal auf die Konjunkturdaten gucken, da sehen wir dann noch die Realeinkommen, das Verbrauchervertrauen, die Verbraucherpreise, Entschuldigung, die Einzelhandelsumsätze in den USA. Und davon erhofft man sich dann auch weiter Aufschlüsse auf die zukünftige Zinsentwicklung. In Asien ist ein sehr rotes Bild das vorherrschende der aktuellen Stunde, denn sowohl Nikkei als auch Hang Seng und Shanghai Composite sind alle tief im Minus. Vor allen Dingen die Wirtschaft in Japan, die wächst zwar das siebte Quartal in Folge, aber die Binnennachfrage, die stagniert auf niedrigem Niveau, trotz milliardenschwerer Konjunkturpakete, die die Regierung schnürt. Und das enttäuscht insgesamt, deswegen der Nikkei mit einem Minus von 1,6% unterwegs. Und auch für den DAX erwarten wir eine Öffnung zum momentanen Zeitpunkt unter der 13.000-Punkte-Marke. Vielen Dank nach Frankfurt, Patrick. Also, wir haben es gehört, der DAX wird heute deutlich im negativen Bereich erwartet. Wir machen gleich mal weiter mit der Marktidee. Die kommt aus den USA. Es ist Tesla. Von Tesla gab es zuletzt ja viele negative Nachrichten, unter anderem über Produktionsprobleme bei Modell 3. Morgen will Tesla nun ein neues Projekt vorstellen, den Elektro-Truck. Die Aktie von Tesla, die war Anfang November unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Aber am Montag dieser Woche, da startete der Kurs allerdings einen Erholungsversuch und jetzt drückt ein wichtiger Widerstand in den Fokus. Welcher das ist, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und morgen sehen wir uns dann wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut.